Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Borderlands 3. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt krasse Sachen machen kann, aber dem ist leider nicht so. Entweder habe ich ein Typhon-Ding übersehen. Kennt ihr schon den Soldaten, der nicht weiß, wohin er soll? Geiler Typ. Ich habe gerade gedacht, wir können die große Typhon-Delirium-Kiste aufmachen, aber ich muss irgendwo einen seiner Echos übersehen haben. Weil ich meine, man kann eigentlich zu diesem Zeitpunkt die Truhe aufmachen. Dieser ganze Krieg hätte schnell über die Bühne gehen können. Ich falle ein, übernehme Promethea und mache Atlas zu einer Tochtergesellschaft von Maliwan. Dann mache ich dich zum Vizepräsidenten von Strandcocktails. Alle gewinnen. So läuft das. Und so ist es immer gelaufen. Du warst was Besonderes, Reese. Das habe ich erkannt. Du hast diesen Ladenhüter von Unternehmen von den Toten auferstehen lassen. Mit dir in der Familie hätten wir Maliwan zu einem universellen Monopol verhelfen können. Du und ich, Brüder, verkaufen die einzigen Waffen, die man in den 6 Galaxien jemals brauchen wird. Aber ich reichte dir meine Hand und du hast draufgespuckt, Reese. Jetzt bist du keine Familie, sondern Teil der Konkurrenz. Harte Worte. Sehr harte Worte. Heißt, es geht gleich zum Bosskampf. Komm bitte. Ja, richtig gut. Das wollte ich doch sehen. Eine schöne weiße Gümmelwaffe. Ich freue mich ein Ass, ey. Komm, nehmen wir noch mit, was wir kriegen können. Das ignorieren wir mal ganz schnell. Und ah, dann geht's gegen Kadagawa in Kragen, obwohl ich ihn eigentlich sehr sympathisch finde. Richtig netter Dude eigentlich. Ah, muss ich vielleicht nicht unbedingt kaufen sollen. Da steht einer. Ich habe auch schon Komplexe. Mission ist gekauft, Kisten gelootet, Geld geholt. An Kanava! Zero! Komm schon, Mann! Wir sind doch Freunde! Das war gar nicht Zero! Teil der Familie werden. Verdammt rechnen können. Kadagawa Junior, favorite son. Das ist ein nerviger Boss. Wenn du den richtigen findest, dann läuft's eigentlich. War nicht? Was war denn? Scheiße. Ah doch. Nein. Machen Abflug. Au! Ah, wo soll ich ihn nicht? Ärgerlich? War geil, aber Stromwaffen zu besiegen ist aber hier überall diese Stromkacke, Stromkacke vor allem, das Wasser rumliegt.
War nicht. Oh, oh. Nein, wollte. Ach so, deswegen. Alles schon wieder nicht mein Level, ich bin einfach zu gut. Gut gemacht, Kammerjäger. Hast du gerade Eier gekratzt? Danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Dieser Spinner ist erledigt. Du warst wie vom Erdboden verschluckt. Ich war auf der Jagd. Durfte mich nicht verraten. Da war Funkstille. Wie ich schon sagte, Zero, ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Was dich betrifft, Kammerjäger, dir habe ich alles zu verdanken. Du hast einen Frontalangriff gegen mein Unternehmen abgewehrt, es gerettet und meinen irren Geschäftsstalker ausgeschaltet. Aber bevor ich dir dieses Schlüsselfragment gebe, habe ich noch eine letzte Frage. Okay, frag. Steht mir dieser Schnäuzer oder was? Oh, der will jetzt eine ehrliche Antwort, oder? Ich sag ihm das, was er hören will. Bart gewordene Perfektion. Ich bin stolz, dich meinen Bruder mit Schnäuzer nennen zu dürfen. Wow, okay. Das muss ich erstmal verarbeiten. Danke, Kammerjäger. Ich werde mich daran erinnern. Bitte sehr. Ein Kammerschlüsselfragment, wie versprochen. Sanara zerstört. War das glitschig? Gut. Jetzt. Das ist das dritte und letzte Kammerschlüsselfragment. Bring es zu mir auf die Sanctuary. Dann setze ich den Schlüssel zusammen. Ich überlege gerade, ob wir hier die Nebenquests machen. Aber die Waffen, die droppen, waren ja Level 18. Oh. Kuppel verlassen. Und Level 18, das ist ja. Wir sind ja fast Level 18. Also an sich müssen wir eigentlich missionstechnisch gerade aktuell auf der Höhe der Zeit sein. Wir kommen ja auch gut voran. So ist es ja nicht. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen. Wobei, wir müssen glaube ich gleich in die Kammer, ne? Unter Level in so eine Kammer reinzugehen ist so eine Sache. Später, wie viel Zeit haben wir noch? Ach komm, machen wir die Nebenmission. Die ist eigentlich ganz witzig. Kammerjäger, ich hab da was für dich. Level 17, ja. Hey, kannst du mir bei einer Suche helfen? Oh, was für ein Chaos hier. Seit dem Angriff sieht man bei Atlas überall nur noch Ratches. Eigentlich sollte sich mein Hausmeister Terry darum kümmern, aber niemand weiß, wo er ist. Such Terry und schick ihn an die Arbeit. Probier es zuerst in seinem Büro. Warte mal. Bin noch weiter nach oben gefahren. Ich wollte. Ach nee, doch. War richtig. Alles gut. Jetzt sind wir hier. Terry ist unten. Ich finde mich mit der Karte nicht zurecht, weil wir so weit oben sind und das alles so ein bisschen komisch aussieht. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und weiß halt, ich muss einfach den Fahrstuhl runter, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Halt eine lange Fahrstuhlfahrt. Deswegen ein bisschen problematisch eigentlich. Aber die Mission ist ganz witzig, finde ich. Auch wenn sie total bescheuert ist. Aber ja, machen wir eben das Level 18 fertig. Dann können wir in den nächsten Episoden uns um die Kammer kümmern. Um unsere allererste Kammer. Und da mal ein bisschen aufräumen. Oh, Jack. Was. Na komm. Yay. Ja, besser als gar nichts. Ich
bin einfach kein Raketenwerfer-Freund. Es sei denn, es ist die Yellow Cake. Die ist geil. Gut, dass ich die zuhauf in meinem Inventar habe. Ich muss nach oben. Yellow Cake One-Hitted-Bosse. Dafür ist sie da und dafür ist sie gut. Schöner Glasboden. Sehr schön. Oh Mann, Terry lebt wirklich wie... Eine Geheimtür? Terry ist ein Hausmeister. Was für Geheimnisse kann er haben? Ach, sag lieber nichts. Jede mögliche Antwort ist erschreckend. Oh, das ist eins der alten Skunkworks-Labore. Ich habe es dicht gemacht nach all den Vorfällen. Das klang jetzt gruselig, aber es war nur... Terry? Terry, bist du das? Sorry. Hallo? Terry? Ist es sicher? Hey, wer versteckt sich da drin? Du bist nicht Terry. Wo ist er? Was hast du mit Terry gemacht? Er sollte mich rauslassen, wenn es sicher ist. Hat dich dieser Terry da gefangen gehalten? Was? Nein, 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 nein. Er hat mich hier eingesperrt, um mich vor den anderen zu schützen. Er wollte mich rauslassen, sobald die Luft rein ist. Aber es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Könntest du mich hier rausholen? Die Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, genau da. Das ist die Türsteuerung. Warte mal. Au! Stimmt, da fall die Granate. Ich krieg gleich eine Krampf im Abzug, Ficker. Den hätte ich vergessen. Quasi erledigt mit Level 18, da sind wir schon. Ja, ist immer noch top die Waffe. Warum auch immer eine Feuerwaffe ihn vereist hat. Einfach nicht drüber nachdenken. Machen. Ey, meine vernünftige SMG. Sniper ist irrelevant. Vernünftig in Anführungszeichen. Das Viech jetzt außerhalb der Map gespawnt. Das ist jetzt nicht gut, oder? Ja, das hat dann das ist jetzt problematisch. Der ist jetzt sehr problematisch. Jo, damit können wir die Mission nicht abschließen. Sehr schön. Gut, dass Borderlands nicht verbuggt ist. Dann können wir uns hier direkt verpissen. Das ist ja Level 18. Okay, der Kurs ist wirklich toll, aber jetzt soll ich an irgendwelchen Subjekten herumexperimentieren. Wo zum Teufel soll ich denn Hirnproben hernehmen? Moment bitte, ich gehe eben auf die Karte und Nebelschlage. Das ist unsere Hauptmission. Scheiße, Reese hat mir einen Wartungsauftrag wegen eines Ratchnestes in Sektor 19 erteilt. Ich werde meinen Freund nie retten können, wenn ich mich dauernd um Ratches kümmern muss. Es sei denn... Ganz genau. Wir müssen eigentlich schnell reisen können, oder? Auf zu Sanctuary. Schnell reisen. Fertig. Ja, ärgerlich. Wollte die Mission eigentlich mit euch abschließen. Gut, jetzt haben wir Level 18 erreicht. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Das ist natürlich jetzt richtig doof gelaufen. Ja. War jetzt auch schon wieder 10 Uhr. Die Mission hat echt lange gedauert.
Hey, der Part wird zu lange. Ach, ist doch kacke mit Borderlands, dass die Parts immer so lang werden. Was soll ich tun? Dieses Geruckel immer. Da muss ich echt noch was dran machen. Ah. Bitteschön. Und jetzt husch. Ich habe jetzt erstmal Wissenschaft zu tun. Und dein natürlicher Geruch ist verführerisch stark. Er lenkt mich ab. Crimson Raiders auf die Brücke. Ja, sofort. Ich möchte eben kurz gucken, ob Markus vielleicht hier neue Piff-Puffs im Angebot hat. Vielleicht wieder eine schöne Legendary. Wer weiß. Kammerjäger. Nein. Aber eine sehr, sehr gute Waffe. Ich die Waffen sehr gut. Mag ich sehr, sehr gerne spielen. Aber ich gebe für ne. SMG, Pistolen, ne? Bei Söldnern ist es wie bei Händlern. Nur mit einem guten Vorrat kommst du irgendwie durch. Granaten. Nutzen wir eigentlich, ne? Aber. Sniper, geht mir aber Shotgun. Ah, alles scheiße. Granaten, komm. Aber auf die Brücke zu Lille! Meine süße Lille. Komm, rutsch. Du hast es geschafft, Killer. Das ist richtig. Es wird viel Zeit vergehen, bevor Marley Warren die Prügel vergisst. Mal sehen, was die Kalypsos daraus machen. Jetzt haben wir eine Gelegenheit und wir werden sie ergreifen. Reese, wo ist diese Kammer? Du hast mir den Arsch gerettet und den Arsch aller Atlas-Mitarbeiter. Ärsche sind wichtig. Ach, hör auf, Arsch zu sagen. Also, die Kammer. Sie liegt versteckt unter der Apollyon-Transitstation. Mitten in der Stadt? Wie kommt's, dass sie noch niemand gefunden hat? Die alte Atlas Corporation hat einfach drüber zementiert. Ich habe es herausgefunden, als ich das Ruder übernommen habe. Hab es aber für mich behalten. Viele Einwohner und so. Eine Kammer zu öffnen ist heikel, aber das überlasse ich dir. Reese, Ende! Wir müssen schnell sein. Wir fahren über den Skyway rein. Verstanden. Ich gehe mit dem Kammerjäger vor. Das ist mein Job. Wir öffnen eine Kammer, Maya. Erwartest du, dass ich das aussitze? Ich komme schon zurecht, Sirene, hin oder her. Lilith, wir wissen nicht, was da unten lauert. Könnte hässlich werden. Du hast mich nicht ohne Grund zu den Raiders zurückgeholt. Du bist der Commander. Nutze die Waffen, die du hast. Okay, ich überlasse das dir. Die nächste Kammer machen wir gemeinsam, sobald du deine Flügel zurück hast. Sicher. Okay, Maya, legen wir los. Ist meine erste Kammer. Was muss ich einpacken? Nee, du bleibst bei Lilith. Echt jetzt? Wofür habe ich denn trainiert? Ich bin bereit, Maya. Noch nicht. Wir sehen uns auf dem Planeten. Stimmt. Ava, ich könnte Hilfe hier auf der Brücke gebrauchen. Übernimmst du die Kommunikation? Aber es lohnt sich jetzt nicht, auch hinzureisen. Nein, alles in Ordnung. Wir müssen ja leider jetzt ausmachen. Ich bringe jetzt hier so runter zu reisen, mich dann vor euch zu verabschieden und dann am Ende müssen wir da wieder hin. Das ist alles doof. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich versuche mein Renderprogramm-Problem zu lösen, dass ich dann auch demnächst mal wieder länger und mehr aufnehmen kann. Und ich habe 10 Uhr, ich muss eigentlich gleich ins Bett morgen, aber letzter Tag morgen arbeiten, dann habe ich nämlich Urlaub. Freue mich sehr drauf. Danke, dass ihr dabei wart, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.